Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen Entdecken Podcasts. Bevor wir in eine wundervolle Folge zu dritt starten, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Strava, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auch auf TikTok, der, ich glaube, beste TikTok-Kanal, den die österreichische Laufsport-Szene jemals gesehen hat. Vielleicht auch der einzige, man weiß es nicht. Ihr findet uns auch auf Patreon und Steady, wo ihr uns Millionen geben könnt und uns Bier geben könnt, so viel ihr wollt, oder ihr könnt auch unsere Liebe erkaufen. Wir sagen und tun alles für Geld. Wenn wir sogar das Leitergebirge bewerben, dann tun wir echt alles. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich denke gerade nach. Ich glaube, ich habe alles, bin alles losgeworden. Ich glaube, du bist alles losgeworden, außer grüß euch und Prost. Prost. Ich habe mein Bier schon offen, deswegen kann ich es leider nicht hören. Wie ich aber schon zu Anfang gesagt habe, sind wir nicht zu zweit neben dem wunderschönen Peter. Hallo Peter. Hi. Haben wir auch heute einen Gast, und zwar einen ganz besonderen. Und zwar, um kurz ein bisschen einzuführen, wir hatten vor circa 2 Wochen eine E-Mail erhalten, ob wir nicht bei einem Parkrun teilnehmen wollen. Unsere erste Gedanke war so, aha, Parkrun, was ist das überhaupt? Und haben wir mal ein bisschen gegoogelt und haben uns gedacht, wenn wir schon so unwissend sind, dann wollen wir diesen Prozess des zum Wissenden werden einfach in eine Podcast-Folge aufnehmen und haben uns den Erfinder, Gründer, wie auch immer, des Parkruns einfach eingeladen und der darf uns jetzt alles erklären rund um den Parkrun. Hallo Lukas. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Also ich bin nur ein kleiner Teil von dem Parkrun-Organisationsteam in Wien. Und der Parkrun Wien ist nur ein ganz kleiner Teil von der ganzen Organisation Parkrun auf der ganzen Welt. Mhm. Gibt's in x Ländern, kommt aus UK. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man mit einem Engländer redet und fragt, kennst du Parkrun? Dann sagt er ich würde mal sagen, zu 80%, ja, sicher kenne ich das, weil das gibt's in fast jedem Park, in fast jedem Dorf oder größerer Stadt, gibt's einen Parkrun, und das hat ganz andere Dimensionen als noch in Österreich. Und da, das haben wir uns gedacht, das wollen wir auch in Österreich ansiedeln. Aber bevor wir jetzt auf den Parkrun zu sprechen kommen, also quasi was das überhaupt ist und wie man dazu kommt, wie kommst du überhaupt dazu? Also wie kommst du überhaupt zum Laufen? So grundsätzlich. Wie ich zum ich bin zum Laufen gekommen, weil ich Anfang 30 irgendwie mit dem Sportart, die ich vorher gemacht habe, Sportfechten, nachdem ich nach Graz übersiedelt bin, keine gescheite Trainingsgruppe mehr gehabt habe. Mhm. Und dann habe ich mal bis zu einem Lauf mitgemacht, und dann habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich bergauf laufe, dann bin ich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich ein bisschen zum Trainieren angefangen, und so ist das dann immer mehr geworden. Aber mittlerweile bin ich wieder in Wien gelandet. Und ja, ich kenne ja einen Podcast, und ich bin auch einige Trails gelaufen, viele Bergläufe auch. Und ja, ich habe jetzt mehr so Straßenlauf. Halbmarathon, Marathon. Das heißt, das Fechten ist mittlerweile nicht mehr so spannend, dass es dich vom Laufen wegbringen hat können. Ja, außerdem, wenn man älter wird, dann leiden die Reaktionen und dann wird man immer schlechter beim Fechten, und dann ist nicht mehr so lustig, wenn man daran verliert. Beim Laufen, das ist verzeihbar, da wirst du halt, weiß ich nicht, X da, und dann wirst du mal Y da, und dann kannst immer noch der Gaudi haben, aber du verlierst nicht in der ersten Runde und kannst dann wieder 2 Stunden heimfahren von irgendeinem Turnier. Also Fechten ist so quasi der 100-Meter-Lauf. Den kannst du auch mit 40 dann eher nicht mehr so machen. Richtig. Weil die Reaktion am Start ist halt echt wichtig. Genau. Ja. Man macht 2 schnelle Schritte und dann ist eigentlich das schon gelaufen. Ja, ja, ja. Ich bin der Einzige, der ungefähr weiß, wie das ist, wenn man mit 40 so Laufsport macht. Peter, wie ist das so? Komm du nochmal in unsere Gasse. Man wird immer besser. Ja, richtig, richtig. Also, ich bin alle meine PBs gelaufen im letzten Jahr, wo ich 40 geworden bin. Ich wollte gerade sagen, also du bist ja deinen
deinen schnellsten Marathon mit 40 gelaufen, glaube ich. Ja. In 2:31 und der Halbmarathon war auch irgendwie brutal schnell. Was war das? 1:11. Ja. Ah, jetzt da in Linz. Genau. Was ja wirklich ein sehr schöner Lauf war für Personal Bests, muss ich dazu sagen. Ich bin auch gelaufen. Ja, ich bin im Marathon gelaufen und habe auch meine persönliche Bestzeit verbessert, die jetzt da zwei Minuten. Zwei Wimpernschläge langsamer ist als dein. Das geht so nicht. Ganz, wenn es Maximum ganz, reicht. Ganz knapp quasi nur. Ja, nicht viel. Also ich glaub, das ist kann auch als Rundungsfehler bezeichnet werden. Genau. Also wenn man auf ganze 10 Stunden rundet. Details. Aber interessant ist, weil du sagst, du kommst vom Fechten. Und du hast schon einige Trailruns gemacht. Also ich weiß nicht, bist du eher der technische Trailrunner, wenn du im Gelände bist, oder eher der sagt, es muss laufbar sein, also diese klassischen Bergmarathons? Ich habe eigentlich immer in Graz, also ich habe mich eigentlich im Sommer, also ich muss jetzt sagen, ich habe mich im Sommer dazu entschlossen, keine Bergläufe oder Trails oder so mehr wirklich dafür zu trainieren, weil ich enttäuscht war von meinen Ergebnissen und mir dann gedacht habe, ich mache lieber was, wo ich mich verbessern kann und was ich ja super trainieren kann in Wien, und das ist halt Straßenlauf. Mhm. Aber davor, wie ich noch in Graz gewohnt habe, es war immer so, also zuerst habe ich eigentlich nur Berglauf gemacht, weil meine Stärke war immer Bergauflaufen, und ich habe immer dann habe ich später wie Trails gemacht und so Bergmarathons und längeres, wo es ja da bergab gegangen ist. Ich habe immer schauen müssen, dass ich bergauf schnell bin, weil bergab habe ich immer verloren. Und in Graz hat man halt jetzt so die richtigen hochalpinen Sachen hat man nicht so gut trainieren können. Und darum war ich wahrscheinlich schon ein bisschen besser in dem nicht ganz so technischen. Okay. Weil der Hintergrund meiner Frage war nämlich, weil du vom Fechten kommst und das Fechten ja grundsätzlich auch Fechten ist, glaube ich, einer der von der Reaktion her einer der schnellsten Sportarten, die es so gibt. Also wo du alle Gliedmaßen irgendwie super schnell koordiniert irgendwie bewegen musst. Und deswegen die Frage, wenn du von dem jetzt quasi aufs Laufen kommst, müsstest du ja in meinem Kopf zumindest bergab super funktionieren, weil du einfach schnell auf neue Situationen reagieren kannst. Deswegen war meine Frage. Oder kann man das nicht so umlegen? Es ist schwierig. Den Vergleich habe ich noch nie gezogen. Aber ich war tatsächlich immer bergab jetzt nicht der Beste. Also schon, okay. Wo ich, also mittel, aber bergauf war ich schon recht schnell eigentlich. Ja. Also ich hab mich auch gefragt, welche Fähigkeiten man quasi im Fechten erlernen kann oder die man zum Fechten irgendwie in Laufsport mitnehmen kann. Und dieses Herumtänzeln war irgendwie so das, was für mich als Fechtleier irgendwie das Offensichtlichste war. Ja, du brauchst aber schon beim Fechten, was wichtig ist, der Vergleich mit dem 100-Meter-Läufer, der ist eigentlich schon ganz gut, weil du startest, der Start ist extrem wichtig. Und du musst schon ziemlich dynamisch nach vorn die Schritte machen können, ziemlich schnell. Und die übst du dann im Training dann auch hunderte Male. Und diese Beinkraft, die hilft dir dann wahrscheinlich schon beim Laufen auch. Mhm. Ja, die hilft dir wahrscheinlich auch bergauf, durch dieses Impulsive von null weg nach oben drücken oder nach vorn drücken, ist ja egal. Du machst da voll viele Ausfallschritte. Mhm, ja. Ja gut, das machst du, wenn es dich fast aufhört, bergab auch. Also so ein Ausfallschritt, der kommt schneller, als man glaubt. Oder wenn man einen Trainer hat und er schreibt einem Ausfallschritt in den Trainingsplan. Sehr schön. Ja, super Trainer. Danke Trainer. Blöder Trainer. Ebenfalls, danke Trainer. Aber was ich schon merke, was du vom Fechten sicher mitgenommen hast, ist ein gewisser Ehrgeiz, weil ich man kann sich ja in Wien jetzt nicht so trainieren, wie man das für Trails oder für alpine Sachen, wie man das sich in Graz oder in Innsbruck könnte. Innsbruck. Aber
Man kann sicher vieles kompensieren. Nicht alles, aber vieles. Aber schon gar, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie, hast Ehrgeiz oder willst irgendwie ganz vorne mitlaufen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, ich habe letztes Jahr ein bisschen am Nasenweg trainiert. Habe ich halt so Intervalle darauf gemacht. Bitte? Und ja, es ist sich halt nie ganz ausgegangen. Und dauernd wieder runterrennen und so. Ja, so trainiere ich für Note MB. Ich meine, Wahnsinn. 10 Minuten ist gut. 10 Minuten ist gut, habe ich gehört. Ich weiß nicht. In 10 Minuten bin ich vielleicht bei der Hälfte oder so. Das ist der Damenrekord, habe ich gehört. Na, da bin ich noch ein bisschen weit weg. Nein, ich glaube, das Schnellste, was ich mal gehabt habe, rauf waren 13,5 oder so. 14? 13, 14, so irgendwas. Aber damit wir wissen, in welcher Region du von, du warst nicht ganz vorn dabei. Also ich habe da irgendwie Bergmarathon Staatsmeisterschaft? Ja, ich glaube Bergmarathon Staatsmeisterschaft. Warst du irgendwie 2017, ich glaube Zweiter, wenn ich mich nicht täusche. Also nicht ganz vorn dabei ist jetzt da relativ. Nein, also, Bergmarathon war ja mein bester Österreicher bei der Trail-WM. Genau, du bist ja dann in Portugal mitgelaufen. Genau. Ich glaube ja im ersten Viertel. Ich meine, es ist schwierig. Da waren schon ganz gute Leute, also so Profis, so wie der Jonathan Albon oder so. Aber es war trotzdem das Feld, es waren glaube ich 200 Starter und da war ich recht zufrieden, weil die waren von überall. Also ich war glaube ich zwischen einem Argentinier und einem Japaner und da war ich auch im ersten Viertel. Das ist eigentlich ganz gut gegangen. Aber es war ein Rennen, muss man sagen, das war nicht technisch. Da war, weiß ich nicht, der höchste Punkt war da so, das war so ähnlich wie Stanz eigentlich. Auf, weiß ich nicht, 1200 Meter oder so. Und anspruchsvoll war schon, weil es so Art dschungelmäßig war. Aber das ist mir wahrscheinlich dann doch ein bisschen besser gelegen. Ja, und aber bei der EM warst du jetzt dann wirklich wahnsinnig gut unterwegs. Also du warst, wenn ich das jetzt richtig weiß, ich glaube 2 Minuten hinter einem gewissen Herrn Krupitschka, der jetzt da auch nicht so langsam ist. Ja, das war mein erstes Mal international dabei. Eben, also. Vor einem gewissen Herrn Inhofer sogar. Eben. Aber darf man nicht viel sagen, weil da ist ihm nicht so gut gegangen am Schluss. Ja, aber grundsätzlich, also deswegen, wenn du sagst, du bist von dort, also von dem weggegangen, weil du mehr Verbesserungspotenzial auf der Straße siehst. Lass mich das verstehen. Geht's da um das, was du sagst, das war das Maximum, was du jetzt da am Berg erreichen kannst für dich? Und auf der Straße geht da noch was? Weil am Berg ist jetzt da international gesehen die Spitze, zumindest in meinem von meinem Blick aus, nicht so brutal eng wie auf der Straße. Weil wenn du auf der Straße 2:15 läufst am Marathon, dann bist du halt auch mitgelaufen, wenn es um die Spitze geht. Aber, ja, nein, aber da muss man schon sagen, nein, das sind auf der Straße nicht meine Ziele. Also meine Ziele sind 2:30 am Marathon und vielleicht ein bisschen drunter, aber sicher nicht solche Zeiten. Aber du laufst gegen dich selber und sagst nicht, ich will international was erreichen. Nein, das ist auf der Straße nicht möglich für mich. Ja, ja. Das ist ja national, bist ja mit, weiß ich nicht, 2:20 bist ja national an, ja, bist vielleicht 5., 6., 7., wenn du alle zusammenzählst. Ja. Und musst aber trotzdem schon, ich glaube nicht, dass das möglich ist, wenn man einen Fulltime-Job hat. Nein. Also ja, da musst, ich weiß nicht, welche Veranlagung haben, also ich hab's nicht. Und für mich war hauptsächlich das Ausschlaggebende, weil eben ich wohne im 3. Bezirk und da gibt's einfach keine Anstiege, da ist alles ganz eben und da war der Trainingsaufwand war schon so groß und das hat mir keinen Spaß gemacht. Okay, also
der Trainingsaufwand und vor allem der Hinfahren, die Anfahrt. Weil, der Flo kennt das, der hat den Nasenweg quasi nicht 400.000 Mal in 6 Monaten gemacht und ich kenn's heuer, weil also diese Strava Local Legends von ums Eck, ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen soll oder ob man sich eher denkt, das ist ein bisschen traurig. Ja, ich glaube für uns eins, wenn es quasi ein bisschen an deine Grenzen willst oder halt zumindest durchkommen willst, kannst du auch einen 200 Meter Anstieg haben und 1000 Höhenmeter machen, indem du fünfmal rauslaufst. Das ist nicht ganz derselbe Trainingseffekt, aber für unser eins reicht schon. Aber wenn du jetzt wirklich auch international was reißen willst, sind einfach Welten dazwischen, ob du 1000 Höhenmeter auf einmal machst oder 1000 Höhenmeter auf fünfmal mit wieder runterlaufen machst. Ist einfach ein anderer Trainingsreiz. Ja klar, also deswegen ist ja der Neuspander. Also nicht nur deshalb wahrscheinlich umzogen. Ich glaube schon hauptsächlich deswegen, damit er die Berge ausreißt. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob der Michael Arendt nicht auch eher Richtung Berge gegangen ist. Möglich. Eine von den beiden Hanas hat gesagt, das ist ihr natürlich auch sehr entgegengekommen. Die Esther Fellhofer hat gesagt, wenn sie in Oberösterreich geblieben wäre, wäre es auch nie zum Trailrun gekommen, weil einfach nicht so viele Berge in der Gegend waren. Das ist in Innsbruck. In Innsbruck ist es halt dafür andersrum blöd. Wenn du eben trainieren willst, dann hast du genau wahrscheinlich 2 Strecken und der Rest geht bergauf, bergab. Da rennst du im Fluss entlang. Vor allem im Winter. Umso verwunderlicher ist, dass der Grasl das in Wiener Neustadt oder wo es herrschafft, weil er hat einen längeren Anstieg, aber jetzt aber auch nicht die riesigen. Naja, aber komplett ein bisschen schnell zum Schneeberg. Ja. Ja. Nein. Das ist, glaube ich, das, was jetzt bei sowas wie UTMB halt wichtig ist, dass du halt diese 1000 Höhenmeter Anstiege gut durchlaufen kannst. Ja. Oder dass du den nicht so weit wirst. Gut, durchlaufen. Bin der, dann dead. Ja, laufen. Das ist ein dehnbarer Begriff. So irgendwas wie laufen. Gehen, schnell gehen. Ja. Hoffen, dass du dabei ist. Du bist nach. Aber dass du nach Graz gegangen bist, erklärt wahrscheinlich auch, dass du für Köflach startest? Ja, das ist einfach der beste Verein, den es gibt. Okay. Also, für Läufer. Wie bist du dorthin gekommen? Einfach nur, weil es ein guter Verein ist oder weil es in der Nähe von Graz war? Na, weil ich zuerst für einen kleineren Verein in Graz gelaufen bin, nachdem ich angefangen habe. Weil ich habe halt das vom Fechten kennt, dass man einen Verein hat und dass man dann gemeinsam trainiert und so. Mhm. Und dann habe ich halt einmal ein paar Leute gefragt und dann haben wir die gesagt, ja, Hurtigflink, den gibt's in Graz. Aber es war super dort, aber da war der Leistungsgedanke nicht so im Vordergrund und dann hat mich der Stefan Meyer, der Obmann, der ehemalige von Köflach, damals gefragt, ob ich nicht zu Köflach wechseln möchte und das habe ich nie bereut und es ist echt das, was man dort hat, also was dort aufgebaut worden ist. Es gibt es, glaube ich, sonst nirgends in Österreich bei einem Verein, weil es ist kein. Wir haben keine Profis, keine richtigen dabei, aber es gibt trotzdem ein Budget. Es gibt, es wird geschaut, dass wir lokale Sponsoren haben und das Geld, was wir dort einnehmen und auch durch Läufer einnehmen, das wird dann auf uns Läufer verteilt. Und es ist schon ziemlich gut organisiert alles. Also wenn wir zu Meisterschaften fahren, dann kriegen wir meistens ein Hotelzimmer organisiert und so. Und das wird halt dann von der Kohle zahlt. Und das kenne ich von anderen Vereinen und von anderen Läufern, die vielleicht viel besser sind wie wir oder wie ich, die sich um das dann selbst umschauen müssen. Ja. Und ja. Deshalb, auch wenn ich jetzt in Wien wohne, bleibe ich bei dem Verein. Deswegen die Frage, aber wenn du jetzt in Wien bist und so weit weg bist, wie viel verbindet die jetzt quasi im Training mit dem Verein noch? Weil, ich meine, du fährst jetzt nicht 2 Stunden hin, damit du mit irgendwem mal lustig auf der Bahn herumguckst. Ich fahre jetzt nach Novigrad auf Trainingslager in 2 Wochen. Mhm. Und ja, eher solche Sachen. Aber ich muss sagen, ich habe also dass wir so gemeinsam trainiert haben, das war dann halt auch immer abhängig, wer halt gerade was trainiert hat. Und das war, wie man es halt so kennt, da gibt es halt irgendwelche WhatsApp-Gruppen und dann ja, treffen sich halt irgendwelche Leute, halt, wo das Training halt zusammenpasst. Das ist in Wien eigentlich eher ähnlich.
Ja, also eher so wie bei uns. Ja. Ja. Ja, aber trainierst du dann in Wien jetzt noch quasi in einem Verein oder ist das, hat sich das dann mittlerweile geändert? Nein, ich habe immer nach dem Trainingsplan von Willi Lilge trainiert. Also gleich eigentlich nachdem ich angefangen habe zum Laufen. Das war das keine Werbung, aber oder soll keine Werbung sein, sondern ist die ehrliche Meinung. Das hat mir einfach gleich mal schneller gemacht. Trainingsplan, koordiniertes Training nach einem Plan. Und, ja, das hat auch immer gut funktioniert, so mit jetzt kriegt man das über eine App, über Training Peaks und so, und ich brauche nicht sonderlich viel so Gespräche, und wir kommunizieren halt über E-Mail und über diese App, und ich trainiere aus, weil wir uns kennen halt schon länger, mit manchen von seinen Vereinsmitgliedern ab und zu halt, aber ja. Ihr seid ja alles Gesandte des Teufels mit euren Trainern und Trainingsplänen. Also du hast keinen Trainer und der Flo hat schon einen. Ihr steckt sie alle unter der Decke. Der Peter hat schon brav einen Trainer. Er liebt den heiß. Okay. Aber der Flo ist schuld, dass ich einen Trainer habe. Ja, aber das Ding ist, er wird auch besser, seitdem er einen Trainer hat. So ist er nicht. Und was ich auch sagen muss, ich war, also eine richtige Verletzung habe ich noch nie gehabt. Ich habe vielleicht mal irgendwie, das war was zieht oder so, aber dadurch, dass das halt so gesteuert ist, glaube ich, das liegt daran, dass ich keine Überbelastungen habe. Ja. Der Peter will es vielleicht auch sich nicht wirklich eingestehen, aber das, ich glaube, all das, was du erzählt hast, hat der Peter in den letzten Monaten schon irgendwie gemerkt. Wie gesagt, vielleicht noch nicht richtig eingestanden, aber für alle anderen drumherum ist es ja sichtlich. Ja. Aber das öffentlich zuzugeben ist nicht einfach. Niemals. Aber das heißt, also der Wilhelm Lilge ist ja der Head of Team 2012. Ja. Wo ja der Andi Walter trainiert und so weiter. Das heißt, warst du dann auch Teil vom Team 2012 und vom LTV gleichzeitig? Oder wie? Oder trainierst du nur noch nach ihm? Es gibt mehr Leute, ich weiß jetzt nicht genau, wen der Willi sonst noch trainiert, der nicht beim Verein ist. Es gibt ein paar andere, glaube ich, auch. Aber das macht er halt einfach, das ist ja sein Beruf. Und okay, also du musst jetzt nicht quasi Team-Member sein, dass du, okay. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt einen preislichen Unterschied hat, aber es ist einfach sein. Also man muss ihm einfach, glaube ich, nur eine Mail schreiben und dann sagt er mir, ob er gerade Zeit hat oder nicht. Und das hat offensichtlich bei dir funktioniert. Ja. Und wie ich meine, das Einzige, was ich vom Parkrun vorher wusste, ist, dass es in UK gibt und dass es dort quasi recht normal ist. Aber wie kam es jetzt so dazu, dass du dir gedacht hast, wie du am Anfang gesagt hast, geil, dasselbe Phänomen will ich jetzt auch nach Österreich bringen. Ja, das wird mir interessieren, weil du bist, so wie du es jetzt erzählt hast, sehr eigentlich Wettkampf getrieben und selber. Und der Parkrun ist irgendwie so, also was ist der Parkrun überhaupt? Es ist kein Rennen, auf alle Fälle. Also ganz vom Anfang, die erste Frage war, wie ist das überhaupt entstanden? Und lustigerweise, also das ist bei mir entstanden noch, ich wollte ja ursprünglich den Parkrun nach Graz bringen, weil damals habe ich noch in Graz gewohnt. Ich war mal mit meiner Freundin in Schottland auf Urlaub und da haben wir gesehen, da gibt es sowas Parkrun und so, haben einen Flyer bekommen, haben wir leider keine Zeit gehabt, dass wir teilnehmen, aber haben dann den Flyer gesehen und haben uns das angeschaut und haben gedacht, ja, das ist eine super Idee, das könnte man in Graz auch machen. Dann habe ich angefangen, das zu organisieren, bin zur Stadt gegangen, habe angefragt wegen einer Strecke, habe super Unterstützung in Graz bekommen, alles Genehmigungen, ganz leicht, der Sportstadtrat war eh gerade neu, hat gesagt, ja, das taugt ihm voll und das passt genau ins Konzept und ich soll ihn nur CC setzen und um die Genehmigungen anfragen und ja, innerhalb von einer Woche habe ich die gehabt. Dann haben auch die vom Headquarter vom Parkrun haben das auch unterstützt und haben gesagt, ja, sie wollen so einen Art Soft Launch, haben sie das genannt in Österreich, ohne viel Publicity, einfach mal, dass wir da starten und dann schauen, wie viele Teilnehmer wir haben, ein bisschen
wachsen und dass das nicht überhand nimmt, weil das war eine schlechte Erfahrung aus Deutschland, dass da in Berlin dann gleich mal sehr viele Teilnehmer gekommen sind und die dann die Freiwilligen, die dort mithelfen, nicht mehr zu, damit fertig worden sind. Und zur gleichen Zeit haben auch in Salzburg welche angefangen, das zu organisieren und in Wien. Und wir alle hatten das gleiche Problem, also wir hatten, die in Wien hatten noch ein anderes Problem gehabt, dass es in Wien mega schwierig ist, eine Genehmigung zu bekommen. Da gibt's den Wolfgang Mayer unter anderem, der organisiert eine Laufserie im Machfeld und der hat das mit einer Gruppe von Kollegen in Wien versucht zu organisieren und da hat er ziemlich kämpfen müssen, dass er einen Park gefunden hat. Zuerst wollten sie im Prater, aber da hat der Stadt gesagt, nein, im Prater ist schon zu viel, da wollen sie nichts mehr. Dann Augarten oder Schönbrunn, hat die Stadt gesagt, na, da sind sie nicht zuständig und die Bundesgärten haben gesagt, na, das wollen sie nicht. Dann war es eh schon, gibt's eigentlich nicht mehr so große Parks in der im Zentrum von Wien, wo man es machen kann. Und dann haben sie halt gesagt, ja, Donaupark würde gehen. Mhm. Das hat man halt, haben sie halt dann gedacht, ja, ist zwar nicht das Attraktivste, aber sie probieren es mal. Aber es gibt im Donaupark, gibt es ja doch auch gibt es ja schon eine Laufserie. Also es ist nicht so, dass der Donaupark gar nicht belaufen wird. Eigentlich schon, ja. Und was brauchst du für, also ganz blöd gefragt, was brauchst du für Genehmigung, um in einem Park rund zum Laufen? Ist es eine Veranstaltungsgenehmigung? Ja. Oder? Ah, okay. Du brauchst vom Grundstückseigentümer, und das ist in dem Fall die Stadt Wien, oder beziehungsweise sonst wären es die Bundesgärten, aber die haben gleich gesagt nein. Und wenn die Bundesgärten auch sagen, fährt Schönbrunn und alles Mögliche einmal direkt Augarten, alles aus. Ja, ja. Okay. Und im Donaupark eben, da ist dann, oder für die Parks an sich, also ich glaube Parks außer die, was die Bundesgärten und Prater. Weil Prater ist, glaube ich, irgendwie extra, weil es ein Naturschutzgebiet ist oder so. Aber für die normalen Parks ist dann die, ich glaube, das heißt Stadtgartenamt oder MA42 oder irgendwie so. Mhm. Die sind dafür zuständig und da haben wir dann die Genehmigung bekommen müssen und die haben wir jetzt auch. Jetzt, also nachdem man die Genehmigung hat, ist dann eh eigentlich problemlos. Ich glaube, wir haben jetzt kaum mehr irgendwie was mit denen, was wir denen nachweisen müssen oder so. Aber das braucht man auch, man braucht so eine Genehmigung, um von Parkrun Headquarter in England die sozusagen die Berechtigung zu bekommen, das durchzuführen. Eine ganz blöde Frage. Die Donauinsel, es ist ja per se kein Park, aber falls die Ausweis quasi kein Park ist, bei Grünfläche wäre es ja und Möglichkeit zu laufen gäbe es ja dort auch, oder? Könnte man auch. Aber man bräuchte sowieso eine Genehmigung. Also schon klar. Aber war das nicht in der Überlegung mit drinnen, dass man vielleicht auch die Donau sich übernimmt? Okay. Doch, glaube ich schon. Also ich muss sagen, ich bin dann auch erst, weil dann ist das war eigentlich das viel kleinere Problem. Das größere Problem, das hatten wir alle, das war die Pandemie. Kurz noch, also der Türkenschanzpark wäre mir jetzt noch eingefallen. Ja. Weil da ist ja dieser Charity Run, aber der ist wahrscheinlich öffentlich nicht so geil erreichbar. Ja, aber einer der schönsten Parks für einen Parkrun jeden Samstag in meinem Kopf ist immer noch der Zentralfriedhof. Ja. Das wird doch nie zu Wien passen, oder? Ja, wenn du jeden Samstag um 9 auf 5 Kilometer Runde durch den Zentralfriedhof drehst. Ich glaube, das wäre einfach richtig geil. Man nennt es dann Prozession. Parkrun des Todes. Ich laufe öfter im Zentralfriedhof. Ja, ist es ja auch schön. Also das Areal ist ja geil. Ja. Und der Wien rund um und um geht durch den Zentralfriedhof. Ja. Aber das heißt, du warst bei dieser Genehmigungseinholung, also bei dem Anfang noch nicht dabei. Nein, ich habe das für Graz durchgemacht. Aber in Wien war ich da noch nicht dabei. Und ich bin dann während der Pandemie nach Wien übersiedelt. Leider hat es auch dazu geführt, dass aus dem Parkrun in Graz nichts geworden ist. Die Wiener haben dann ein bisschen länger gebraucht mit der Genehmigung und so. Und dann haben die in Salzburg als Erste gestartet, letzten August. Die haben es im Schlosspark Hellbrunn, machen die den Parkrun seit August. Und das ist aber irgendwie im Privatbesitz und deshalb ist es leichter, glaube ich. Mit der Genehmigung. Ah, okay, das heißt, theoretisch
es ist nicht wichtig, dass es ein öffentlicher Park ist. Na, in England ist es sehr häufig, dass das irgendwie so, ja, wie man das so kennt, halt so, solche Herrensitze sind und wo es einen großen Park gibt. Und da gehört wahrscheinlich jeder zweite Park der Queen, da musst du einfach nur die Queen fragen und die sagt, you shall run. Ja, Flo, du bist jetzt aus Wien ausgezogen, man, jetzt musst du ja eher ein Anwesen haben, wo das kein Problem ist. Natürlich, oder? Also ich habe sogar mein Anwesen sogar so groß, dass du ein Backyard Ultra und ein Parkrun gleichzeitig machen kannst. Und die drei Leute treffen sie gar nicht. Richtig. Okay. Und du bist dann halt nach Wien gezogen und hast gedacht, Parkruns sind trotzdem noch geil, jetzt mache ich quasi in Wien bei der Organisation mit. Ja, genau. Und das war dann eh, also am Anfang hat sich halt noch ein bisschen gezogen, weil dann war mit Lockdowns und so und dann haben die auch von UK gesagt, na, sie stoppen das jetzt mal für weltweit. Alle Parkruns. Und sie haben es dann auch erst so nach und nach wieder erlaubt, dass man wieder anfängt damit. Es war eh mega mühsam, die ganze Zeit mit Corona, mit diesen ganzen Regelungen und so. Aber dann haben wir im Ende, also wir haben dann ein paar so Testläufe gemacht dort im Park und geschaut, wie das funktioniert und dass wir das System auch verstehen. Und dann haben wir Ende Oktober angefangen. Und mit ein paar Unterbrechungen, wo dann wieder Lockdowns war, haben wir es dann immer gemacht. Also bis jetzt und wir sind recht zufrieden. Aber es war noch eine blöde Frage. Weil wir werden vielleicht auch noch dazu kommen, aber eines der Dinge ist ja, dass der Parkrun gratis ist. Also du zahlst nichts dafür, sondern kannst einfach auftauchen und mitlaufen. Für was brauche ich, also wenn es eh gratis ist und das ist quasi so kein Wettkampf, wie du vorher gesagt hast, für was braucht es dann eine Parkrun-Headquarter, die quasi so wie eine Ironman-Group, die da quasi so ein bisschen herrscht darüber, über ihre Parkruns? Könnte ich nicht einfach hinstellen, den ohne Fragen sagen, ja passt, und ich mache einfach einen 5 Kilometer, darf ich es dann einfach nur nicht Parkrun nennen? Wahrscheinlich darfst du es dann nicht Parkrun nennen, aber also sie machen schon einige Sachen, man muss auch sagen, wie viel das da überhaupt was verdienen, also wie viel da Geld, die zwar viele Stunden arbeiten, aber dafür nichts bekommen, da gibt es viele, die dann vielleicht angestellt sind da in UK, das werden auch nur ganz wenige sein, und in UK ist das halt anders, weil die haben schon Sponsoren und die werden halt dann diese paar Festangestellten bezahlen und das ist halt viel größer, aber was sie machen ist, so neue Standorte wie wir sind, beraten, wie läuft das alles, was musst du tun, um diese Genehmigung zu bekommen, auf was musst du aufpassen, was kannst du tun, damit mehr Leute kommen, was kannst du tun, damit du mehr Freiwillige bekommst, wie kannst du das planen, dass das möglichst reibungslos abläuft, auf was musst du achten. Und dann stellen sie auch ein bisschen so Material zur Verfügung, also so Schilder für mit Pfeilen und so. Ja. Und wo ist der Start, wo ist das Ziel, Beach Flags und sie stellen eine, also das Ganze ist, wenn man das jetzt so Laufveranstaltungen kennt, wie zum Beispiel die österreichischen Meisterschaften im Crosslauf, wo ich mitgelaufen bin kürzlich und auch direkt betroffen war, wo dann 5 Minuten vor der Siegerehrung haben wir jetzt eigentlich die Mannschaft gewonnen oder sind wir Zweiter? Haben wir eben im Team 2012 haben wir geredet. Nein, wir wissen es nicht, aber wir glauben, wir haben es gewonnen. Und ja, aber es ist gleich die Siegerehrung. Dann sagt uns der Veranstalter, na, die Zeitnehmung hat versagt. Sie haben ein totales Chaos in ihrer Zeitnehmung. Und die Siegerehrung wird nicht stattfinden und morgen gibt es im Internet die Ergebnisse. Und bei Parkrun gibt es halt eine App, mit der man diese Zeit nehmen kann. Ich nachher noch vielleicht extra erklären, wie das funktioniert. Aber da gibt es halt wird auch eine App bereitgestellt, mit der die Zeitnehmung eigentlich ganz einfach funktioniert. Da war ich super überrascht, weil du hast gesagt, Wien, Parkrun, und ich habe mir nachher gedacht, na gut, was brauche ich dazu? Bin auch auf die Webseite gegangen, habe gelesen, 5 Kilometer hin und her, und gedacht, ja,
wird schon passen. Dann steht dort, ja, dann musst du einmal registrieren. Und du registrierst, indem du, weiß ich nicht, einmal deine Daten eingibst und kriegst dann irgendwie einen Barcode. Und das war's. Und kommst dann vor Ort und es war, also es von der User Experience war das einfach so, ich mache das einmal, drücke auf OK. Das Einzige, was man vielleicht noch besser machen hätte, wäre irgendwie so hier ist dein Wallet-File. Aber das ist so, das ist Jammern auf höchstem Niveau dann schon. Was du sagst, du kriegst das digital als Wallet, dein QR-Code, also dein Barcode. Ja, das war bis vor kurzem, hat man es ausdrucken müssen. Das wollten sie unbedingt, dass man es ausdruckt. Und jetzt sind sie draufgekommen, also die in UK, die Handys funktionieren doch so stabil, dass man es auch auf einem Handy den Barcode anzeigen kann. Und man kann es mittlerweile auch auf einer Garmin, da gibt es eine App und auf der Apple Watch, glaube ich, auch. Ja. Muss dann drauf speichern. Aber das war jetzt von der Einfachheit um so viel einfacher wie wurscht welche Anmeldung bei wurscht welcher alteingesessenen Veranstaltung von wurscht welchem Bergmarathon, ÖLV-Veranstaltung oder ich weiß es nicht was. Du bist froh, wenn du einfach kein Fax schicken musst. Ja. Dann hast du schon gewonnen. Unser Ergebnis war, also um 9 war der Lauf und um 11:30, glaube ich, oder sowas, oder ja. Haben wir es nicht im Café schon hochgeladen, ich weiß nicht genau. Und du kriegst dann eine E-Mail mit, hey, da ist dein Ergebnis, klick hier und alles super. Es funktioniert einfach. Wie funktioniert die Zeitnehmung? Weil das habe ich nämlich bis zum Schluss nicht verstanden. Also es gibt diese App, die haben wir als Freiwillige, die dort mithelfen. Die stellt Parkrun bereit, die kann man sich im App Store gratis downloaden. Die hat zwei Funktionen. Die eine ist die Zeitnehmungsfunktion und die andere ist die Barcode-Scan-Funktion. Mit der Zeitnehmungsfunktion, da gibt es immer, also es gibt verschiedene Rollen an Freiwilligen. Eine Rolle ist Zeitnehmer. Und dieser Zeitnehmer hat die Aufgabe, beim Start auf einmal auf Start zu drucken. Das ist wie ein Play-Button, den man so kennt. Und dann, immer wenn einer die 5 Kilometer fertig gelaufen ist, also das Ziel erreicht hat, einmal auf, so. Also wie eine Lab-Taste quasi. Oder so. Ja, genau. Ja. Einmal draufdrucken. Und so erzeugt man eine Liste mit Einlaufzeiten. Und jeder, der ins Ziel kommt, kriegt sofort einen Token mit einer Nummer drauf, also mit seinem Rang, mit seiner Rangnummer drauf. Also der Token, den du in die Hand kriegst, ist im Endeffekt ein kleines Kartel mit einem Barcode. Ja. Und ein, ich glaube, der Rang ist auch drauf abgebildet. Ja, genau, oder? Und das ist das Wichtige, eben der Rang. Und dann somit weiß man schon mal, weil man hat ja relativ gleichzeitig, also tippst der eine auf diese App und sagt, ich habe jetzt da zum 5. Mal drauf getippst und du kriegst deinen Token, wo die Nummer 5 draufsteht. Also das muss man halt einfach, die zwei Personen, die dort stehen müssen, das koordinieren, dass die das gleichzeitig machen, aber das funktioniert sehr gut. Und dann hast du Zeit, so lange wie du möchtest, kannst du ausschnaufen, kannst du was trinken, kannst du zu deinem Auto gehen, was weiß ich, kannst auslaufen. Und dann gehst du zu einer weiteren Person und zeigst dir diesen Token, den du hast, mit deiner Rangnummer und deinem Barcode. Und somit kann man dann sagen, diese Zeit gehört zu diesem Rang, das weiß man vorher schon, und dieser Rang gehört zu der Person mit diesem Barcode. Mhm. Und somit kann man dann die Ergebnislisten machen. Vielleicht bin ich heute der Mann mit den blöden Fragen. Könnte ich das selber scannen, kann heute. Ich das nicht? Ja, eh immer. Aber selber scannen könnte ich das nicht, so dass ich diesen Link selber hergehe. Da muss ich dann zu wem gehen? Ja, musst du zu jemandem gehen, weil also die von Parkrun, die wollen das auch nicht so, dass das so, also was es schon gegeben hat zum Beispiel, dass die einfach so einen Stoß mit diesen Tokens hingelegt haben, wo sich jeder dann einen runternimmt und so, dass ja, das ist, einerseits ist es sehr unpersönlich, finde ich, und andererseits führt es auch zu Fehlern. Und das, ja, es gibt so angeblich in Frankreich einen Parkrun, wo einer alles macht.
der sagt den Leuten einfach, rennt eine Runde rund um den See, das sind 5 Kilometer und dann gibt er denen einen Token und kennt das und so. Aber das geht halt nur mit einer ganz kleinen Teilnehmeranzahl. Ja. Und wenn das halt eine Person wirklich scannt, dann ja, ist das wahrscheinlich genauer. Was vor allem nicht möglich ist, was man dann am Schluss noch, wir als Veranstalter noch machen müssen, wenn wir dann die komplette Liste haben mit allen Barcodes und allen Rängen, dann müssen wir das noch ins System hochladen. Dann scannt man auch wieder einen QR-Code. Das geht auch ganz einfach. Und dann ist das in dem in dieser weltweiten Datenbank dann drinnen. Es wird auch, das kann man vom Handy, wird das hochgeladen. Und dann muss man es nur mehr einmal bestätigen. Da hat man so ein Backend und da muss man es bestätigen und dann ist das auf der Website und die Leute bekommen diese E-Mail. Ja, ich meine, was ich eigentlich grundsätzlich schon verstehe, ist, dass du quasi dieses, ich drücke auf die Taste und ich händige dir den Rang aus, dass das ein koordinierter Schritt ist. Ist eh klar, aber wenn du das als Läufer selber machst, wenn du jetzt nach einem 5 Kilometer All-Out dahin kommst, ist deine geistige Kapazität durchaus limitiert, dass das irgendwie, das führt, das verstehe ich, dass es nur zu Problemen kommt. Ich hätte mir nur gedacht, dass wenn ich das mal habe und ich habe meine App, wo ich mich da irgendwie registriert habe, könnte ich im Endeffekt nur so Beep machen und dann gebe ich das Ding halt, entweder schmeiße ich es weg, wenn es ein Wegschmeißding ist, oder ich gebe es halt wieder zurück. Aber aufgrund des Persönlichkeiten, damit es halt auch da quasi ja, sowas wie eine Gemeinschaft schafft, verstehe ich schon, dass du da halt hingehst und der macht das für dich das. Ja, vor allem ist es ja jetzt da in Wien, ich weiß nicht, wie die durchschnittliche Teilnehmerzahl ist, aber ich schätze jetzt einmal momentan so auf 40, 50 Personen. So. 28 ist über die 17 Parkruns, okay, die wir bis jetzt in Wien gehabt haben. Der Durchschnitt, aber im Winter waren es halt weniger und am Samstag waren es, glaube ich, 47. Und genau, wenn jetzt das Wetter besser wird, dann gehe ich auch davon aus, dass wir so eher bei den 50 sind. Ja, und aber wenn man jetzt so sagt, UK oder Australien, wo es, glaube ich, auch irgendwie 3 Millionen Parkruns gibt, da wären es gar einmal wahrscheinlich auch 300 Leute sein oder mehr. 300 ist normal. Also im Bushy Park in London sind durchschnittlich 1200 jeden Samstag. Und dann? Und 100 Freiwillige. Ja. Und dann, genau, dann brauchst du auch eine Heerschar an Freiwillige und so weiter und so fort. Wird dann nicht dieser Zieleinlauf, also, weil das ist der einzige Moment für mich, der irgendwie zeitkritisch ist. Wird das nachher nicht richtig stressig? Weil da sind ja nachher, bei 50 ja, laufen sollten zwar gleichzeitig ins Ziel, bei 1200? Ja, kann ich mir auch vorstellen. War noch nie bei so einem riesigen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Tippen oft bei jedem, der einläuft, dann tippen schwieriger wird. Wie man das machen kann. Das Scannen können mehrere Leute machen, das ist kein Problem, weil das ist ja egal, ob der Erste als Erster gescannt wird oder der 30. als Erster gescannt wird, das ist egal. Aber dieses Tippen, ja, weiß nicht, wie die das machen. Das ist auch der dann. Der Typ, der da tippen muss, der hat dann nach dem Tag hat einen wunden Finger. Der braucht das. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ja, vielleicht haben sie bei diesen ganz großen, vielleicht haben sie dann wirklich Zeitnehmungsmatten oder irgendwas in die Richtung. Habe ich noch nicht gehört. Keine Ahnung, ja. Weil dann müsstest du ja jedem eine Startnummer geben oder jedem einen Chip geben. Also so einen Airfit-Chip. Ja, stimmt da wieder, ja. Das macht es sicher nicht. Ja. Aber auf alle Fälle, es ist immer, also jeder Parkrun sind immer 5 Kilometer. Genau. Es ist immer ausgemessen. Ja. Also es ist nicht eins vermessen, aber es ist circa 5 plus minus. Ja. Ich meine, ob Meter es genau, also das ist, ganz ehrlich, wie wenn ich in einen Marathon laufe in einer Stadt, da gibt es auch eine Ideallinie. Und wenn ich alle Randsteiner mitnehme und schaue, dass ich die kürzeste Linie will, bin ich wahrscheinlich am Ende auch um einige 10 Meter kürzer. Aber unser Parkrun im Donnerpark, der Wolfgang einmal mit dem Laufrad gegangen und der ist... Dort, wo er gegangen ist, ist er 5 Kilometer. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mir das ja am Samstag, letzte Woche, habe ich mir das ja angeschaut und bin mitgelaufen. Ich meine, erstens war es
zum Laufen ein super Tag. Und es war eine super Veranstaltung, also es war wirklich cool. Und auch von der Strecke, selbst wenn ich meiner Uhr nicht hundertprozentig traue, wenn es um GPS-Daten und so geht, so wie, glaube ich, jeder, der mit so einer Uhr läuft, das hat schon ganz gut hingehaut. Also das, weiß ich nicht, das waren vielleicht jetzt da 20 Meter auf, ab, wo die Uhr sagt, hier und da, aber das sind halt, ja, du laufst einmal Kurven. Ja. Ah. Was ich noch feststelle, was offensichtlich sein muss, nachdem du ja da bist, stehen in den Parkrun-Guidelines, wie du quasi einen Parkrun etablierst, dass du in den Laufendecken-Podcast kommen musst. Das finde ich übrigens sehr gut und sehr löblich von der Parkrun-Organisation. Ja, da müssen wir mal einen Dankesbrief schreiben. Ja. Was sich für mich noch nicht ergeben hat, ist, dass du selbst jetzt da sehr ehrgeizig bist. Wie kommst du quasi, also was hat dich angetrieben, dass du sagst, ich stelle mich jetzt da jeden Samstag am Vormittag dorthin und schaue Leute beim Kreislaufen zu? Also meine Motivation, das zu machen, und das ist ja das, die deckt sich recht gut mit dem Ziel von Parkrun, weil das Ziel von Parkrun ist nicht ein Rennen zu sein oder ein Ort zu sein, wo sich Leute messen können oder abschießen können, sondern es soll Menschen, die normalerweise sich nicht bewegen würden, einen Ort geben, wo sie sich trauen, einfach diese dort mitzumachen und sich zu bewegen und ein bisschen sportlich zu sein. Und meine Motivation ist, diesen Raum bereit oder mitzuhelfen, diesen Raum bereitzustellen, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn mehr Menschen Sport machen würden, dann würde es denen allen viel besser gehen. Ja, weil es auch mir durch Sport recht gut geht. Ja, und ich meine, du hast es ja schon auch schon am Anfang gesagt, dass du auch gerne willst, dass du die Parkrun da etablierst. Hast du sonst noch irgendwelche sozusagen Visionen, also wenn du jetzt denkst, in 5 Jahren, wo würdest du mit dem Parkrun dann irgendwie gern stehen? Also mir würde es gefallen, wenn es in Österreich noch mehr Parkruns gibt. Ich habe, also es gibt jetzt am 16. April startet der in Linz an der Donaulände. In Graz ist halt meine Erfahrung gewesen, es ist schwieriger in einer kleineren Stadt. Also es ist man hat in Österreich, wenn es da jemand sagt, so wie es bei euch halt auch war, ihr seid schon laufaffin, aber wenn es das jemandem irgendwem vom Parkrun erzählst, die haben noch nie davon gehört. Und da, du brauchst schon, also wir in Wien haben das Glück, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe von diesen Helfern, von den Freiwilligen, da sind wir so 20 Leute ungefähr drinnen. Und wir schaffen es mit 5 bis 6 Freiwilligen, können wir eine Veranstaltung ohne Probleme durchziehen, weil wir auch eine einfache Strecke haben. Und die brauchst du halt jede Woche, diese 6 Leute. Und das ist in einer Stadt wie Graz schon schwieriger gewesen. Da war ich mir noch nicht sicher, ob ich das dann jede Woche schaffen würde. Ja, und das hoffe ich, dass sich diese Einstellung ändert, dass die Leute nicht zuerst den Aufwand sehen, sondern dass man was Schönes damit erreichen kann und dass es halt einfach mehr gibt. Cool würde ich ja finden, so eine Art Trail Parkrun. Also irgendwo im Gelände. Das wär typisch für Innsbruck oder irgendwas in die Richtung. Lustigerweise, ich habe auch an Innsbruck zuerst gedacht. Ja. Aber also, wenn jetzt da irgendjemand, der zuhört, sagt, ja, da würde mich interessieren. Ja. Also entweder mitmachen, in Wien mitmachen, wird wahrscheinlich relativ einfach sein, indem man sie meldet. Als Freiwilliger, sicher. Genau, da gibt es die Organisation, ich würde gerne, weiß ich nicht, Streckenposten sein, Einweiser, Zeitnehmer, was auch immer. Also Social Media. Was muss ich machen, um mitzumachen? Ich melde mich einfach bei dir, euch. Man kann uns erreichen, am besten ist am Samstag um 9 vorbeikommen oder kurz vor 9, dann können wir ein bisschen reden.
Und dann danach gehen wir meistens ins Café Alte Donau, wo du ja letztes Mal warst. Ja. Weil das gehört auch zum Parkrun dazu, dass man dann auch im Café zusammensitzt. Und da haben wir ein recht ein nettes Café gefunden und denen taugt das auch, wenn sie ein bisschen Geschäft machen am Samstagvormittag. Und die haben eine nette Terrasse. Also ja. Das ist gerade so, also zwischen März und Oktober, sehr ja. Cool. Und es ist im Sportzentrum Arbeiterstrand, also da in der Arbeiterstrandbadstraße. Ja. Also das heißt, wenn man da im Sportgewand reinkommt, ist das ganz normal, weil da sitzen ja die anderen vom Tennis spielen und so. Und man kann uns eine E-Mail schreiben an donaupark@parkrun.com oder in Facebook oder in Instagram Nachrichten und, schreiben. Aber was mache ich jetzt da, wenn ich jetzt da sage, nein, ich finde das eigentlich ziemlich geil und weiß nicht, ich komme jetzt aus Linz zum Beispiel. Da gibt es das noch nicht. Doch, Linz ab 16. Genau, Linz ist es da, aber da werden sie wahrscheinlich auch Freiwillige brauchen. Ja. Weil am Anfang, die ersten zwei Mal hast Freiwillige und so beim dritten, vierten, fünften Mal sind es dann einmal zwei weniger oder drei, weil dann hat irgendwer keine Zeit. Und gerade dann werden dann die Leute braucht, damit es durchgehalten wird. Wie melde ich mich dann in Linz oder wie melde ich mich, wenn ich bei einem Neigen-Event mitmachen will? Okay. Bei wem melde ich mich da? Ich weiß, in Linz wird die Website am 25.03. live geschalten. Okay, ist und die dann auf Parkrun oder wo findet ihr die? Ja, wenn man auf Parkrun, wenn man das googelt und dann auf die Länder geht, dann wird wahrscheinlich, also jetzt sieht man zwei Standorte auf dieser Karten, ja. Salzburg und Wien, und dann wird wahrscheinlich am 25. wird es einen dritten Icon geben mit Linz und dann kommt man auf diese Unterseite von dem jeweiligen Standort. Und dort sind dann auch die Kontaktdaten angegeben. Aber ich weiß nicht, ob es schon Facebook-Seiten von denen gibt. Wahrscheinlich wird die erst ab 25. live sein. Okay. Und wenn jetzt da ganz jemand bin, der sagt, ich komme aus Graz. Ja. Oder ich komme aus... Graz wäre perfekt. Keine Ahnung. Eisenstadt, weil ja. auch dort leben Menschen. Ich weiß zwar nicht genau, warum, aber... Auch dort leben Menschen und es gibt dort auch Parks. was muss ich machen, dass ich sage, ich kümmere mich jetzt darum, dass es bei uns auch passiert? Also gerade dort in der Situation ist das Headquarter in England am wichtigsten oder am hilfreichsten. Die können dann da sehr gut unterstützen, was die ersten Schritte sind und so. Aber für alle Österreicher würde ich mal sagen, kontaktiert einmal die bestehenden Standorte, was halt näher ist, Salzburg oder Wien und dann in Zukunft Linz. Lasst sich von unseren Erfahrungen oder lernt von unseren Erfahrungen. Ich glaube, wir können euch da recht gut helfen. Es gibt da keine Konkurrenz untereinander. Wir haben alle unseren Spaß dran und wir helfen uns sehr gerne. Was sicherlich als ganz erster Schritt einmal hilfreich ist, ist so eine Art, ist eine Gruppe oder eine Seite in Facebook, eins von beiden, zu starten, so wir bringen Parkrun nach Eisenstadt. Und wo man dann einmal seine Freunde einlädt, die Interesse haben könnten und dort einmal eine schreibt, ja, wir überlegen vielleicht in diesem oder jenem Park das zu machen, um das geht's. Wir treffen uns vielleicht schon einmal am Samstag und joggen einmal diese 5 Kilometer gemeinsam ab, quatschen über unser Vorhaben, planen ein bisschen, mit wem wir da jetzt reden müssten, von Seiten der Stadt oder wem halt immer dieser Park gehört. Und ja, so haben wir das damals in Graz auch gemacht. Hilfreich, ja, könnten natürlich laufaffine Gruppen sein, also wenn es einen motivierten Laufverein gibt in dieser Gegend, dann kann das sein, dass die halt, dass denen das taugt und dass die Mitglieder dann sagen, ja, sie unterstützen das und dann hat man gleich mal einige Freiwillige oder gleich mal eine Basis an Leuten, die vielleicht selbst laufen würden oder an halt auch unterstützen und die vielleicht auch schon Kontakte haben.
Ja, das ist, wird wahrscheinlich auch in kleinere Ortschaften oder Städten wahrscheinlich super hilfreich, weil wenn du jetzt, da weiß ich nicht, irgendeinen lokalen Lauf rein hast, ich meine, Köflach ist jetzt da, nur weil du eben auch für Köflach glaubst, wenn jetzt der aktiver Laufverein sowas wie Köflach sagt, wir machen das, ja. Oder jetzt wurscht, gibt es in Niederösterreich oder wo auch immer auch hunderte davon, dann hast du schon mal eine Basis an Freiwillige, dann hast du garantiert Kontakte zur Gemeinde, weil irgendwer in dem Verein ist sicher irgendwo in der Gemeinde, was auch immer. Und das ist, ich glaube, das ist in einer kleinen Gemeinde dann sogar leichter wie mit der Emma Weistergeier in Wien. Definitiv. Also es war, was ich gehört habe von Wien, viel schwieriger als in Graz, weil in Graz ist halt noch so eine Größe, wo ich mit dem Sportstadtrat, wenn ich dort dem eine E-Mail schreibe und dem die Idee gefällt, dann, ja, da hat mir den sein Büro eingeladen, haben einen Kaffee getrunken, habe ich dem das kurz erklärt und hat gesagt, ja, super Idee und er unterstützt es. Ja, und wenn es noch kleiner wird, also wie Graz jetzt, weil Graz ist ja eigentlich das zweitgrößte Stadt Österreichs, schon einmal so klein, aber wenn ich jetzt so sage, naja, es ist Eisenstadt oder es ist jetzt da, weiß ich nicht, St. Pölten, ja. Dann ist wahrscheinlich der Sportstadtrat gleichzeitig irgendwas bei der Feuerwehr und genau. Drei Leute vom Laufverein wohnen, zwei Häuser neben mir. Ja, so ist es die Richtung. Genau. Okay, aber die Verbindung zu den bisherigen Gruppen ist natürlich wahrscheinlich Gold wert, weil ja. Dann weiß man einfach direkt die ja. Do's und Don'ts. Und dann kommt irgendwann der Schritt von, ich habe eine Genehmigung, wir können sowas machen, ich habe Leute, die würden es machen, ich habe eine Strecke, auf der könnte es gehen. Und irgendwann habe ich dann noch in Kontakt zum Headquarter, der sagt, go for it, ihr könnt es machen. Eigentlich ist das sollte das schon am Anfang sein. Ja, okay. Man sollte mal mit denen reden. Also es war am Anfang, wie es in Österreich noch keine Standorte gegeben hat, war es vielleicht ein bisschen kritischer, also oder schwieriger, die zu überzeugen. Aber jetzt, wo es schon ein paar Standorte gibt, nehme ich an, also mich fragen sie immer, ob ich nicht jemanden wüsste, der das in Graz machen möchte, weil sie wollen halt, das ist ein generelles Vorhaben von Parkrun, wird man in den nächsten Monaten merken, dass es auch in anderen Ländern in Europa jetzt neue Parkruns geben wird. Wenn es einmal in einem Land gibt, dann werden sie, glaube ich, das relativ rasch unterstützen und das wird ihnen gefallen, dass es das gibt. Mhm. Aber dann halt diese ganzen, ja, dann diese Schritte, Genehmigung einholen, freiwilligen Gruppe aufbauen, das ist halt in einer kleineren Gemeinde vielleicht ein bisschen schwieriger. Man muss sie dann wahrscheinlich in Österreich, nehme ich einmal an, wenn man das jetzt, sagen wir, in Eisenstadt macht, kann ich mir vorstellen, dass man dann jetzt einmal eine gewisse Zeit jetzt sich freuen muss, wenn man 20 Teilnehmer hat und am Samstag. Das ist halt dort ein bisschen anders wie in Wien. Ja, aber dafür ist es einfacher zum Organisieren oder zum Handeln, weil ja. Die 20 kennst dann vielleicht sogar. Ja. Ja. Wobei, was mir auffällt, ist halt, dass die Parkrun-Geschichte ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von sozialem Netzwerk. Wenn es irgendwo aufpoppt in einem Land, dann verbreitet es sich relativ flott. Und es gibt halt einfach Länder, was weiß ich, Spanien, da existiert es einfach gar nicht. Das war, glaube ich, einer dieser, wo ich gesagt habe, es wird es bald auch geben. Also Spanien, glaube ich, ziemlich, also was ist okay. Also es gibt eine Strategie, dass man das halt jetzt in mehr Ländern in Europa ausrollt. Mhm. Aus UK, haben sie uns jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich glaube, dass da Spanien ganz oben steht, weil halt Spanien so sportaffin ist und ja, da gibt es ja so tausende Läufe und Läufer und ja, es liegt auf der Hand. Oh, es ist halt einfach auch interessant, dass du sagst, okay, was weiß ich, in Polen und in Deutschland sehr viel, in Tschechien, naja,
Und gibt's Frankreich, ja, ein Stück. Ah, okay. Nein, zwei an der Grenze auch noch. Aber dafür in Frankreich und Spanien und so. Also es ist wirklich sehr länderspezifisch, dass es, ja, wenn es aber irgendwo offenbar Fuß fasst, dann verbreitet es sich sehr schnell, weil dann gibt es halt offenbar die Local Community. Ja. Aber bis es irgendwo einmal drinnen ist, dauert es. Ja. Ja, also in Deutschland gibt es jetzt, glaube ich, auch schon 50 Standorte. Und ich glaube, es haben einige aufgemacht, kurz vor Covid. Mhm. Für die kleineren war es jetzt ein bisschen blöd. Aber die starten jetzt alle wieder und ja, das läuft eh recht gut. Das hat ja da, die Teilnehmeranzahl hat ja da mit der Größe der Stadt zu tun, wo das ist. Aber in Berlin ist halt so ein Beispiel. Da waren ganz am Anfang einer der ersten Parkruns waren dann, glaube ich, 600 Teilnehmer. Weil da war der Marathon am nächsten Tag. Und das ist halt auch eines der Learnings, die wir haben, dass wir uns da jetzt vorbereiten müssen, weil jetzt ist der VCM ja schon in 5 Wochen oder so. Und dass wir halt da drauf vorbereitet sind, dass wir dann vielleicht einmal über 100 kommen oder so. Okay. Die trainieren kommen und das nur so ein bisschen als Trainings. Ja, wir haben sehr viele Touristen. Also wir haben sehr viele, die Engländer sind speziell und sie haben die lustigsten Ideen. Es gibt so Leute, die Parkruns sammeln, also die einen Parkrun in, viele, die einen Parkrun in jedem Land, wo es Parkrun gibt, machen wollen. Oder jetzt waren einmal welche da, die haben uns erklärt, sie machen Parkruns mit allen Anfangsbuchstaben. Also Wien oder Vienna wäre dann V. Y ist ganz schwierig, also wenn jemand das Y zuhört und ihr einen Draht zum Tourismusbüro habt, dann könnt ihr euch der vielleicht unterstützen beim Parkrun Y. Ja. Weil Y gibt es nur mehr 2 Standorte oder jetzt glaube ich sogar nur mehr einen Standort und dann würden die ganzen verrückten Touristen kommen. Das heißt, wenn du einen Parkrun gründen willst, musst du irgendwie auf solche Dinge schauen. Gibt es in meinem Land schon was? Welchen Buchstaben habe ich? Das wird ja richtig kompliziert. Wenn, dann musst du bei uns was nehmen, das mit Ö, Ü oder Ä ist, weil das findest du in der Welt einfach ganz selten. Ja. Ja, also die Frage, welches Alphabet jetzt nimmst, ob es irgendwie Englisch ist. Egal. Aber was es nicht gibt, ist X. Gibt es nämlich gar nicht. Und okay. Also sobald einer mit X aufsperrt, würden diese ganzen verrückten Engländer dorthin. Bei Y fällt mir York ein, aber ja, genau, X denke ich. Ist halt echt doof. Ja. Okay, na, das ist nicht spannend, aber man hat es jetzt auch gesehen, wie jetzt da dort war, dass bei diesem Parkrun, da waren ja irgendwie 7 oder 8 Länder vertreten. Ja. Obwohl es jetzt quasi unter Anführungszeichen weniger als 50 Teilnehmer waren, war es trotzdem international besetzt. Ja. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir mehr Wiener, vor allem sogar mehr Floridsdorfer, dazu bringen, wirklich Leute dort wohnen. Und das ist halt, das ist bis jetzt war es schwierig wegen Covid. Wenn wir nicht gewusst haben, können wir jetzt das bewerben, weil vielleicht gibt es irgendwelche Maximalgrenzen oder wir müssen es wieder absagen oder keine Ahnung was. Aber jetzt können wir damit beginnen. Und jetzt suchen wir, also wenn jemand uns da unterstützen möchte und gute Ideen hat, wie wir das ohne Budget, weil wir haben kein Budget, bewerben können, dann bitte meldet euch. Unsere Ideen sind halt jetzt so Flyer zu verschicken an Physiotherapeuten, Ärzte, die uns dann unterstützen, weil es halt auch das Ziel ist, eben Leute dazu zu bringen, die nicht laufen, also eher der Gesundheitsaspekt. Und es glauben wir, und das haben uns auch die Engländer gesagt, dass das ein guter Weg ist, so also Gesundheitsanbieter davon zu überzeugen, dass Parkrun was Gutes ist und die uns dann empfehlen. Ich kann mir so vorstellen, in so Reha-Kliniken oder so irgendwie, wenn du irgendwie von deinem Herzkasperl kommst und irgendwie denkst, Leben ist doch auch ganz geil und wenn ich mich da ein bisschen bewegen könnte, wäre auch geil.
dann sind so 5 Kilometer vielleicht ein ganz guter Ansporn. Ja, vor allem Ärzte, Physiotherapeuten, große Firmen, die sagen, hey, liebe Leute, macht's das. Hey, ihr wollt beim Business Run die 4,1 irgendwann schaffen. Ja. Da könnt ihr das ganze Jahr quasi, ohne dass euch was kostet, trainieren dafür. Irgendwelche Versicherungen, die nachher weniger zahlen müssen. Also du hast da ja also klassische Klientel, die sagt, oh, wenn du nicht so schnell ins Gras beißt, da habe ich was davon. Beziehungsweise, wenn du nachher ins Gras beißt, ohne vorher lang krank zu sein, dann ist es gut. Aber gleichzeitig finde ich es auch wieder für den ambitionierten Sportler eigentlich interessant, weil auch wenn es explizit kein Wettkampf ist und aber du hast da trotzdem Menschen um dich und wenn du dann halt schnell laufst und vor dir läuft einer trotzdem schnell, es fühlt sich dann in dem Moment schon auch so ein bisschen wie ein Wettkampf an und die Schwelle ist halt niedrig, nachdem du nichts zahlst, nachdem du da keine großartige Vorbereitung brauchst, kannst dich am Samstag um 8 Uhr in der Früh entscheiden, ich mach den, sollte sich das mit der Hinfahrt ausgehen und du stehst auf der 9 auf der Startlinie und hast quasi so ein bisschen kannst dich unter Rennen Atmosphäre testen. Ja, wir haben, da gibt es die ist jetzt, ich glaube, die haben sich gerade erst vor kurzem zusammengefunden, die Vienna Running Community heißen die, oder den OLC Wienerwald, die kommen öfter und machen dann so eine Art, so ein Training gemeinsam oder machen halt einfach so, laufen, machen das so, oder das Team Vegan kommt auch öfter und die machen dann so weiß nicht, interne Rennen oder so. Trainingswettkampf, ja. Genau. Der Matthias Katzengruber zum Beispiel ist immer wieder mal dabei. Wobei, es ist kein Rennen, wenn man auf der internationalen Parkrun-Seite schaut und dann in der Streckenrekordsliste guckt, dass der Schnellste die 5 Kilometer in 14 Minuten 20 runterprügelt. Aber ist nicht vom Running Network, von diesem YouTube-Channel? Der Chef, der Alex, glaube ich, Badley oder so heißt er, der ist, glaube ich, zuerst in London Olympia gelaufen 2012 und dann die Wochen drauf ist er, also auch 5 Kilometer, und dann die Wochen drauf ist er dort irgendwo im Parkrun unter 14 gelaufen. Ah, okay. Wo ich habe jetzt da als erstes den Aaron Bienenfeld. Okay. Das ist ja ein Deutscher, der in Amerika trainiert, wenn ich mich nicht täusche. Aber es könnte sein, dass das nur das sind nur die deutschen Parkruns gewesen gerade. Aber, ich meine, 14 Minuten. In Österreich hat der Flo Neuenschwander, den ist einmal in Salzburg gelaufen. Mhm. Aber diese 16:30 oder so, was er gelaufen ist, ich glaube, die gibt es in Wien ein paar, die das schon können. Also vielleicht ist der Flo Neuschwander das vielleicht irgendwann in einem Long Run eingebaut. Mhm. Deswegen ist er nur 16 gelaufen. Aber ja, stimmt, ja, da sind 12 Minuten 24 aufgerufen. Holy Mann. Aber das ist doch Weltrekord, oder? Runner Mail, ja. 2017. Ben Robinson. 12:24 und 12:34. Holy freaking moly. Es ist schnell. Schon gar. Ja, aber es ist dann wahrscheinlich keine 5 Kilometer. Weiß ich nicht, aber. Es ist alles sehr schnell. Das ist, aber wie gesagt, um das geht es ja wirklich nicht. Es ist für uns Freiwilligen ganz lustig zum Zuschauen. Wir haben auch sehr schnelle schon gehabt. Wir haben jetzt einmal vor 2-3 Wochen waren ein paar da, die haben sehr gematcht und die sind dann 16, 3 Runden gemeinsam gelaufen und dann, oder 2 Runden gemeinsam und dann in der letzten haben sie es ausgesprintet und sind dann 16:35 oder so, glaube ich. Das ist jetzt unser Streckenrekord. Ja, ist ganz lustig, aber wie gesagt, unser Ziel ist, einen Durchschnitt von 30 Minuten zu haben. Jetzt haben wir, glaube ich, 28 oder so. 27 Minuten. Allerdings, wenn wir jetzt so die eher langsameren, es gibt immer ein paar, die gehen. Wenn man die jetzt wegnimmt, dann hätten wir wahrscheinlich einen von 22 Minuten. Und das wollen wir noch erhöhen. Wir wollen eigentlich, wie gesagt, wir wollen Leute zur Bewegung bringen. Und ich habe das auch sehr cool gefunden. Ich bin ja mitgelaufen und habe auch eine Pulsvorgabe gehabt und bin dann quasi mit anderen mitgelaufen und der hat
der, neben dem ich gelaufen bin, hat nach zwei Runden und ein bisschen gesagt, ah, jetzt gehe ich es aus, das ist mal zu blöd, schnell. Und ich habe nachher gesagt, nix, jetzt bist du so weit, jetzt kannst du auch ein kleines Ziel laufen, jetzt ist auch schon wurscht. Und der hat dann wirklich Biss und Ehrgeiz entwickelt, dass er das jetzt dann noch irgendwie fertig läuft. Und das habe ich dann schon ganz geil gefunden. Aber es ist ja das, was du in dem Moment halt gern willst. Es muss nicht, aber wenn es halt, wie ich gesagt habe, wenn es halt zwei, drei findest, die sich gegenseitig anstacheln, kannst du auch sowas wie Wettkampfspirit irgendwie erzeugen, aber halt alles auf Muss-nicht-Level. Ja, und du hast diese Zeit, die du ja in deinem Profil siehst, und du hast diese E-Mail. Und der Sinn dahinter ist ja auch, dass du dich selbst vergleichen kannst. Also, dass du sagen kannst, ich bin letzte Woche 31 gelaufen und jetzt laufe ich 30-30 und vielleicht schaffe ich es irgendwann unter 30. Das ist mein Ziel bis zum Ende vom Sommer oder so. Ja. Also, das finde ich vor allem geil, weil das Matchen mit dem Schnellsten bringt den meisten genau gar nichts. Das ist so, wie wenn du sagst, ich vergleiche mich beim Wien-Marathon mit dem Ersten. Das kannst du schon machen, aber ist halt sinnbefreit. Aber da kannst du das wirklich jede Woche machen und nicht wie bei einem Marathon, wo du sagst, ja, jedes Jahr laufe ich den Linz-Marathon und wenn ich 1 Minute schneller bin nächstes Jahr, ist es total gut. Aber ich muss halt jedes Mal ein ganzes Jahr warten. Und da kann ich es jede Woche machen und kann sagen, ich schaue mir das alle 3-4 Wochen an und sicher auch wirklich meinen Trainingsfortschritt. Und der ist halt, wenn ich auf 5 Kilometer oft echt super schnell zum Segen. Das ist jetzt nur doof, dass du einen Trainer hast und nicht jede Woche beim Event teilnehmen darfst. Ne? Ich darf eh teilnehmen, wenn mein Puls unter 140 bleibt. Na, das ist so wettkampftechnisch total gut. Aber dann könnte das dein Ziel sein, dass du mit einem Puls von 140 oder unter 140 unter 20 Minuten bleibst. Wenn du das schaffst, Respekt, mein Freund. Lass mir das einfach so stehen. Mhm. Total gut. Spaß. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit immer auf die Uhr schauen und zu denken, ich würde jetzt gerne schneller laufen und ich darf nicht. Peter, das ist echt vorbildlich. Nein. Dass du das so genau einhältst? Man hätte es früher nicht für möglich gehalten, aber er ist viel mehr hörig als ich. Wir haben eigentlich, bis er seinen Trainer hatte, war ich immer so verschrien, als der hörig seinen Vorgaben ist. Und der Peter treibt das Ganze noch auf die Spitze. Es liegt nur daran, dass ich dem Trainer kein einziges Argument liefern will, dass wenn irgendwas schiefgehen wird bei dem Saisonziel, dass er sagt, das ist nur, weil du dich nicht ans Training gehalten hast. Ich will, dass es ihm genauso wenig Spaß macht wie mir. Das ist das einzige Ziel. Er verdient Geld mit dir, Peter. Ich glaube nicht, dass es ihm keinen Spaß macht. Das ist meine Befürchtung. Zurück zum Parkrun. Wie können wir jetzt, außer dass wir jetzt da sagen, hier, geht's zum Parkrun, das ist erstens kostenlos, zweitens lustig und drittens alle Wochen, dem Ganzen noch Vorschub leisten? Außer wir verlinken natürlich die Parkrun-Seite, wir verlinken die Seite vom Wiener Parkrun, damit man sich gleich melden kann und sagen kann, hey, ich hätte da eine Idee, ich will mitmachen, ich will das selber aufziehen, was auch immer. Was hilft sonst noch? Was können Menschen, Firmen tun, damit das gut und nachhaltig und langlebig ist und größer wird? Also zuerst einmal selbst vorbeikommen, sich das anschauen, wie das ist, das kennenlernen. Uns hilft natürlich, uns helfen Leute, die selbst mitlaufen, aber uns helfen auch Freiwillige. Wir können selber manches können wir nicht so gut. Ich glaube, von uns, die da das machen, hat niemand einen TikTok-Account. Und wir haben ja heute gelernt, dass Instagram Reels voll viel Reichweite bringen. Und jetzt haben wir dann gegoogelt, was sind Reels. Na, haben wir eh gewusst, aber das ist auch halt so mit viel Zeit verbunden. Und
Da gibt es halt sicher Leute, die das besser können, als die, die jetzt schon in der bei den Freiwilligen dabei sind. Das brauchen wir sicher. Wir werden wachsen. Also davon gehe ich halt einfach aus, weil wir haben schon jetzt, ohne dass wir das irgendwie publizieren, einfach durch Mundpropaganda sind wir gewachsen, und jetzt, wenn das Wetter besser wird, wird das auch so sein. Also wir brauchen Leute, die Freiwillige sind. Wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr vielleicht selber viel lauft, und dann denkt euch, ja, dann laufe ich halt da mit, und weiß ich nicht, dann sehe ich irgendwie so wie alle Läufe, aber könnt ihr ja mal irgendwen, eure Freundin, euren Freund, die nicht so viel laufen, mitnehmen und zum Laufen animieren. Apropos, und man muss nicht jede Woche mitmachen, also auch als Freiwilliger, sondern man kann sagen, ich habe jetzt die 3 Wochen Zeit und dann einmal nicht. Okay. Nein, das ist, dadurch, dass wir jetzt schon so eine große Gruppe sind, ein paar kommen immer zusammen und dann sind immer wieder neue dabei, und man lernt diese Sachen auch sehr schnell. Also mit dieser App, das ist wirklich ganz einfach, und das ist auch etwas, was wir uns ausgemacht haben, was wir vorantreiben, dass wir die Rollen sehr, sehr viel wechseln, also dass jeder mal alles gemacht hat, und es gibt ja noch, wir haben immer am Anfang so ein Briefing, wo wir das alles erklären, wie das so alles abläuft und so, was man achten muss. Das ist auch eine Rolle zum Beispiel, das kann man machen. Wir haben mehrere Fotografen, wir haben zum Beispiel den Herrn Nevitschny, der öfter mal vorbeikommt und super Fotos macht. Wir sind aber immer noch keine Profis in Fotos irgendwo hochladen, und wir haben noch immer nicht die perfekte Plattform für unsere Fotos. Wenn das jemand gut kann, da freuen wir uns sehr. Wir backen manchmal, und dann kriegen die Teilnehmer im Ziel, denen geben wir dann Kuchen und so. Aber da haben wir auch nicht immer Zeit, weil Samstag in der Früh, also das wäre die Arbeitswoche, und dann machst du das am Samstag in der Früh, und dann geht sich das am Freitag nur selten aus. Wenn Kuchen nicht jemanden animiert zum Laufen, weiß ich auch nicht mehr. Genau. Hat auch meistens veganen Kuchen gegeben. Ja, aber Mann, ganz ehrlich, wenn ich Samstag in der Früh laufe und dann gibt's Kuchen. Ja. Und sonst, wenn wir das nicht backen, im Alte Donau gibt's Apfelstrudel und alle möglichen Strudel, und was ich gesehen habe, sehr gutes Frühstück. Also, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Die haben eine recht reichhaltige Auswahl, ja. Ja, und natürlich, was jetzt vom Parkrun, was jetzt auch das ist, die Organisation machen wird, die haben so ein, das nennen sie Reach-Out-Team zusammengestellt, und das ist halt so eher professionellere Kontakte knüpfen mit Organisationen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, wir haben die Idee, dass es ganz gut wäre, mit einer Versicherung zusammenzuarbeiten. Ich habe aber eigentlich, oder wir haben nicht so wirklich die Zeit und die Muße, da jetzt einen professionellen Auftritt gegenüber dieser irgendwie zigtausend Mitarbeiter großen Versicherung aufzubauen. Und jetzt wird es dieses Reach-Out-Team machen. Und wenn da jemand Ideen hat und Kontakte, die man da ansprechen könnte, professionell durch dieses Reach-Out-Team, das würde uns auch sehr helfen. Also wenn zum Beispiel jemand, ich weiß nicht, die Verantwortliche für so Corporate Social Responsibility von der größten Versicherung Österreichs kennt oder so und da eine E-Mail-Adresse hat, dann kann man, und die sich gerne, und die sagt, ja, schreibt's mir mal, dann können wir die an dieses Reach-Out-Team weitergeben und die machen das. Ja, aber das macht voll Sinn, und da finde ich halt, hat es echt einen Mehrwert, dass ich da als Freiwilliger da echt professionelle Hilfe auch an die Hand bekomme. Das ist echt, echt cool. Mhm. Ja, und weil wegen der Frage von vorhin vom Headquarter, ich meine, die stellen auch neben dieser App, stellen sie auch so dieses Backend bereit, was halt so, ja, das ist so wie halt die Schnittstelle zur Datenbank. Mhm. Ja, die willst du doch auch nicht selber programmieren oder dir programmieren lassen oder was, sondern du freust dich auch, wenn du das kriegst von denen.
Und die Website halt auch, da musste ich auch um nichts scheren. Es gibt so ein Ticketsystem, wenn man irgendwas auf der Website ändern will. Oder heute habe ich zum Beispiel denen geschrieben, weil es gibt noch keine Möglichkeit für Österreich, dass man seinen Laufclub in seinem Profil hinterlegt. Und das kann man halt auch über so ein Ticketsystem, kann man ein Ticket einkippen und dann machen die das. Also es ist schon ganz gut, dass es da diese Organisation gibt. Ja, na, aber es klingt auf alle Fälle nach einer sehr unterstützenswerten Initiative. Also liebe Hörer, Ärmel aufkrempeln und helfe. Ja. Ja, und Hosen aufkrempeln und laufi. Guti. Ja. Helfe, laufi, guti. Man merkt, du bist Jungvater. Richtig. Wie soll ich sagen, das Leben wird auf einmal ganz einfach. Das gibt es auch zum Beispiel, das habe ich noch nicht gesagt, also bei den größeren Parkruns in England gibt es Junior Parkruns, wo die sind halt für Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich schätze mal, sind keine 5 Kilometer, sind vielleicht nur 1 Kilometer oder so, aber wo dann die Kinder zuerst laufen oder nebenbei, ich schätze mal, die werden zuerst laufen, aber damit man die halt, damit die ihren eigenen Event haben. Und das ist auch was, wenn wir mal wachsen, dass wir das uns dann vielleicht auch machen. Weil wir haben auch schon voll motivierte Kinder, die mitlaufen. Ja, da muss der Sohnemann noch ein bisschen weit gehen, du da schon, aber ich glaube 5 Kilometer sind noch ein Ultramarathon für ihn. Weil du kannst ihn, die Strecke ist super buggy-tauglich und es fahren immer zwei, drei mit so Laufbuggys fahren immer mit. Du nimmst mir echt jedes Argument, das ich dem Peter irgendwann entgegenwerfen kann, wenn ich sagen kann, ich habe selbst dann keine Zeit. Jetzt muss ich ihm echt sagen, Peter, lass mich in Ruhe. Das ist das Allerletzte. Ja, und das akzeptiere ich nicht. Ich weiß, ich kenne dich halt leider. Ja. Auch Rollstuhl tauglich. Also es ist auch so ein Ziel von Parkrun, Inklusion. Wir werden jetzt einen Teilnehmer haben, der ist blind und also das kann man auch machen. Vielleicht nicht jedes Mal, aber ich denke, wenn man uns bald genug anschreibt, dann und jemand braucht einen Guide als Blinder, dann das können wir auch machen. Und es ist bei diesem, also es ist gerade jetzt in Wien zum Beispiel, glaube ich, relativ einfach realisierbar. Also das ist jetzt da von der Strecke her gut geeignet, weil du hast irgendwie 5 Kurven. Und das sind alles 90 Grad Kurven, also das geht sich aus. Ganz ebene Strecke, also genau. Keine Wurzeln, hast, gar nichts. Genau, du hast keine Temposchweller oder irgendwie komische Übergänge oder sonst irgendwelche Rinnen oder so, sondern es ist einfach asphaltiert. Ja, Flo, kennst du jetzt aus? Ja. Hast du noch eine Ausrede? Nein. Wirst du jetzt einmal bald teilnehmen? Peter, lass mich in Ruhe. Also, das nehme ich als ja. Gut. Nein, also ich fand das sehr lehrreich. Ich finde das ein cooles Konzept. Ich habe ein bisschen was gewusst. Also ich wusste zumindest, dass es aus UK kommt, aber noch nicht so vollumfänglich. Und ich bin noch begeistert als davor, möchte ich sagen. Ich auch. Was hast du selbst noch für, was ist dein Ziel? Du hast vorher noch gesagt, Marathon unter 2:30. Das ist so quasi das große Eigenziel. Das ist das Ziel beim VCM, ja. Dieses Jahr? Wenn das Wetter passt. Ja, wobei das ist wenn es nicht windig so ist. Unwahrscheinlich, ja. Ja, so Halbmarathon im Juni, vielleicht, wenn ich noch einen gescheiten finde irgendwo. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen dafür, dass das in Wien klappt. Auch wenn du für uns unverständlich in Wien teilnimmst am Marathon, aber was soll ich sagen, keiner ist perfekt. Ja, das ist. Er ist halt vor der Tür. Gibt es einen Trailrun wieder? Den Wiener Trailrun? Hoffentlich. Ja. Wir wissen es nicht. Aber den Wintertrail haben sie ja leider absagen müssen. Aber halt. Ich glaube, 3 Tage vorher. Ja. Der war fix ausgeschrieben und war super, aber. Und ich glaube, es sind auch 60 oder 70 Personen dann gelaufen, trotzdem, weil. Okay. Naja, die haben sie einfach den Tag schon freigenommen. Ja. Aber den Sommer-Trailrun, also ich
könnte mir jetzt da nicht großartig vorstellen, warum nicht. Weil hat es da letztes und vorletztes Jahr hat er, glaube ich, nicht stattgefunden, aber es würde mich wundern, ja, wenn nicht. Da könnt ihr vielleicht auch wieder mal einen Trail laufen. Ja, 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 schau. Und wenn du wieder eine Trail-Karriere einschlägst, dann kannst du in der Dankesrede sagen, dass wir der Grund dafür sind. Genau. Einzig und alleine. Wenn man dazu hört. Die IBAN mit der die IBAN schicken wir dann nachher, damit sie uns das Geld dann überweisen können. Ja, vor allem, okay, gebe ich einen Verein weiter. Wenn die Siegerehrung stattfindet, das weiß man ja nicht so genau. Wir hoffen mal. Also bei einem Vienna Trail Run, da kriegt man eine Flasche Wein. Die ist ja. Dann trinken wir einfach Achtel. Genau, so machen wir das. Das stimmt. Na gut, ja. In dem Sinne danken wir für dir die fast 1,5 Stunden und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und für alle Leute, die jetzt noch nicht mitgekommen, U1, Alte Donau. Ja. Und dann sind es noch 200-300 Meter geradeaus. Genau. Das heißt, Arbeiterstrampelstraße 122. Man könnte sagen, man kann eine Station mit dem Bus fahren, aber wer zum Parkrun geht, kann das auch zu Fuß gehen. Also ganz ehrlich, wenn es die Strecken mit dem Bus fährst, wird es schwierig. In dem Sinne. Ciao. Und es gibt immer Parkplätze. Das ist ein richtig, richtig großer Parkplatz. Ja, für Leute, die von außerhalb kommen. Aus Wolkersdorf zum Beispiel. Keine Ahnung, wer dort wohnt. Was? Ja, bis dann. Tschüss. Danke.